Wir haben gewusst, dass wir in der Favoritenrolle sind. Wir haben im ersten Satz ein harzig angefangen, aber dann konsequent durchgezogen. Ich glaube, im zweiten Satz haben wir ganz klar gezeigt, dass wir das bessere Team sind. Zu 11, das ist eine klare Ansage. Eigentlich möchten wir gerne das Spiel jetzt schauen von den Letten gegen Kanadier. Es liegt noch der Gruppensieg drin. Also, ja, wir haben unseren Job erledigt. Jetzt hoffe ich, Kanadier helfen uns auch noch ein bisschen mit. Ja, ist schon schwierig zu sagen. Also der Schlüssel, eine Schlüssel hat es jetzt nicht unbedingt gegeben. Wir haben es auch schon vor dem, also bei der Matchbesprechung vorher so ein bisschen angetönt, wenn wir unsere Sachen richtig spielen. Unser Side hat sauber, unser Block-Defense sauber gut. Unser Service hinkriegen, so wie wir normalerweise servieren. Dann sollte das eine klare Sache sein. Eben wie erwähnt, haben wir im ersten Satz nicht hinkriegen. Gerade ich, Side hat sehr viel Mühe gehabt, nicht reinkommen. Und nachher im zweiten Satz haben wir, einfach dann das, haben wir das gespielt, was wir wollen. Das ist, wir haben unser Side-Out so lieb gespielt, wir haben unseren Service regelmäßig mit Druck ins Feld gebracht, wir haben eine gute Block-Defense-Strategie und es ist dann so aufgegangen. Ja, natürlich sind wir so wie zufrieden. Es ist also meine erste WM, unsere erste als Team und wir kommen aus der Gruppe raus. Ja, da sind wir sicher zufrieden damit. So im Nachhinein, dass wir die Chance gestern nicht genutzt haben gegen die Letten, vorgestern nicht genutzt haben gegen die Letten, ist natürlich schade. Das ist vielleicht noch ein bisschen im Kopf, aber die müssen wir jetzt schnell möglichst vergessen und führen schauen. Und eben, wir sind gut dabei, sind mit im Turnier und es geht weiter. Viel, wir spielen gut. Wir sind in einer guten Shape im Moment. Wir haben bis jetzt kein Spiel irgendwie schlecht gespielt. Also von dem her, auf diesem Level kann alles passieren. Wenn wir so weiterspielen, kann es weit gehen. Es kann aber auch schnell vorbei sein. Wir gehen von Spiel zu Spiel und dann schauen wir, was heranlangt.